Starte. Oh, okay. Da? Ja. Yeah. Genau, und dann essen wir gleich. Schön Gatschi, schön Fatschi. Super. Super. Geil, einfach funktioniert, ne? Ja, Eierreis beste. Auch mal beim Asiaten. So Eierreis mit diesen, was machen die immer rein? Diese, wie heißt diese grüne Zwiebel? Lauchzwiebeln. Lauchzwiebeln und Röstzwiebeln. Du bist gerade auch richtig im Fitnessmodus, ne? Ja, Bruder, ich bin auch gerade drin. Und ich sag dir ehrlich, Bruder, Arda motiviert wirklich die Leute. Sei es Essen, sei es Fitness, sei es Mindset. Das muss man dem echt lassen, Bruder. Der Mann ist richtig ein Mehrwert, ein Mehrwert. Auf jeden Fall, Bruder Herz. Also bevor man da irgendwelche Streams sieht, wie da kleine Kinder geschlagen werden und so, da kann man sich auch sowas reinziehen. Wo werden denn kleine Kinder geschlagen? Ja, ich sag mal nichts dazu, ne? Okay. Weißt du, was ist Standard jetzt? Damals immer vor der Schule hatten wir so einen Asiaten. Der hat dann immer so eine riesen Portion Eierreis angeboten, immer so für 3 Euro einfach. War immer geil, ja. Erinnert mich immer an die Zeit. Ey, wow, diese Landschaft. Och, dieses Campen, Mann. Chat, ich will campen mit euch, meinte ich. Ich will campen. Ich will ein Camp mit euch machen. Gut, was heißt meine Brüder auf Französisch? Mon frère? Warum fragst du mich, keine Ahnung? Auf Französisch. Mon frère, oui. Mon frère? Machst du eigentlich Cardio, Edis? Ja, also ich mache halt im MMA's Cardio schon mit drin, kann man sagen. Aber so richtig joggen oder auf Laufband gehe ich sehr, sehr, sehr selten. Du? Schon, ja. Gestern habe ich so Dings gemacht. Immer so, ich bin normal gejoggt und dann so 30 Sekunden Sprint. Dann wieder normal gejoggt und dann wieder so 30 Sekunden Sprint. Das habe ich die ganze Zeit gemacht. Boah, das ist stark. Das ist also diese, das pusht am meisten Kondition, ne, wenn du dir immer so einen Push gibst und so. Das ist Weltklasse. Ich habe auch schon in ein paar Dingern so TikTok-Kommentare gelesen, dass die Leute behaupten, dass Arda stoffen würde. Also Anabolika oder sei es ernannt hat oder sonstiges. Ja, ja. Weil, und ich sage den Grund, da merkt man auch wieder, dass TikTok richtig dumm ist, weil er jetzt monatelang nicht trainieren war in Fitness oder sonst was, aber immer noch so ein Body hat. Weißt du, was ich meine? Und ich er hat ja trotzdem trainiert. Ja klar, der trainiert, Bruder, aber ich kann bei sowas direkt merken, schon mal, bei Arda merkst du direkt, dass es natural ist. Du merkst das sofort auf dem ersten Augenblick. Warum, ja, Mann? Weil bei ihm ist so, guck mal, man sieht ja an manchen Aspekten, ob jemand stofft oder nicht. Meistens sieht man das so, ich finde, so an Schulter. Sehr stark, sehr stark. Weil bei vielen ist diese Schulter so richtig brachial und so, ne? Aber ich finde so, man sieht es so irgendwie bei Arda, dass er nicht stofft. Also, jeder sieht das. Ja, das ist so richtig dieser naturelle Body einfach. Bei Stoffern siehst du halt extrem diese Schulterkugeln, weil durch dieses ganze Öl, was die sich in die Schultern schießen, geht das halt richtig auf. Weißt du, wie ich meine? Und dann haben die so eine extrem kugelige Schulter. Und daran merkst du eigentlich einen Stoffer. Aber es gibt auch Leute, die haben eine extrem geile Genetik und bei denen sieht das halt auch schon so aus. Aber bei Arda, Bruder, das sieht voll naturell aus. Das siehst du direkt. Ja, die Leute sind dumm, die suchen immer irgendwas. Einen, Hade, mach mein weiter, Bruder? Baby. Oder meine Freunde. Was? Mach weiter, Ami starte, ist Freunde. Ami ist? Ja, das ist, glaube ich, Bruder, ja. Moami? Ja, scheiße. Dieser Reis von gestern, das ist also, glaube ich, so Sushi-Reis. Der ist übertrieben gartig. Der schmeckt wahrscheinlich jetzt besser Video als gestern. Mach mal Video lauter, ja. Eierreis und dann diese süß-sauer Sriracha-Ketchup-Mix, irgendwas, keine Ahnung. Sriracha ist eh Cheatcode, finde ich. Passt überall, wa? Ich würde schon sagen, Sriracha ist so Top 3 besten Soßen. Also so für Dings, für schnell so. Für Ketchup, Sriracha und dann... Honig. Honig. Stark. Er ist da einfach so Käse, Junge. Was ist das? Nein. Einfach so Käse. Pure Käse? Ja. Kennst du nicht diesen Käse, der so richtig OP ist, 30 Gramm Protein? Ich glaube, der ist das. Boah, Bruder, keine Ahnung, Alter. Ich hab sowas. Boah, krass. So Ziegenkäserolle. Bruder, du bist auch so ein Mensch, glaube ich, so, der richtig viel Käse mag, ne? Du bist so Burger, richtig Käse an der Seite schmelzen und so, ne? Geht, kommt drauf an, was? Ich bin richtig mit Käse, so. Darf bei mir nur so halbe Burger, halbe Scheibe Käse, so, soll auf Burger drauf, das reicht schon. Und Käse mit Honig. So, hier Haselnusscreme und hier den ESN-Riegel. Er schreibt, Arda übertreibt voll mit Ernährung. Der Mann verbrennt 5000 Kalorien am Tag. Der muss sich alles reinpfeifen. Was geht? Rede. Jetzt Almond Coconut reindippen. Wow. Du musst uns leider rein flüchten. Es hat angefangen zu regnen. Mhm. Wow, wie wach. Die Dinge sind zwei. Jetzt haben wir hier Fudge Brownie.
Oder die arme, wenn Arda mal verheiratet ist, die arme Frau, Bruder, die muss einfach, also, die muss die ganze Zeit, also wenn sie es natürlich möchte, dann auch die kocht ja für ihn dann. Weißt du, was ich meine? Also wenn sie es natürlich möchte, so. Aha! Du also, denkst bei einer Frau direkt nur ans Kochen? Nein, Bruder, um Gottes Willen. Du denkst nicht an die anderen Aspekte als nur an Kochen? Also in deinem Kopf ist nichts anderes gewesen, gerade außer Kochen? Ich habe natürlich einen guten Aspekt der Ehefrau bezogen und ich meinte natürlich, dass eine so nette Ehefrau ja wahrscheinlich auch für den Ehemann kochen wird, weil der Ehemann ja viel beschäftigt ist. Wer sagt das? Es kann ja sein, Bruder. Es kann ja sein, der Mann ist viel beschäftigt und vielleicht wird seine Frau ja ihn unterstützen, nehme ich mal an. Und dann wird sie auch ihm bei der Ernährung helfen und sie wird halt dementsprechend ja auch beim Kochen helfen, oder? Ich weiß nicht. Diese Creme, diese Habe ich, hab ich was Falsches Creme gesagt, Chat? Habe ich was Falsches gesagt? Ganz easy. Ich meinte, es ist gut. Zuzunehmen. Oder allgemein Kalorien reinbekommen müsst. Holt euch Mandelmus, Cashewsmus, Erdnussmus, Haselnussmus, was auch immer. Und dann könnt ihr das immer irgendwas reindippen. Guten Morgen. Morgen. Tag 7. Tag 7. Heute ist ganz schön frisch, ne? Ey, Edis! Warum lachst du so? Nichts, alles gut. Was ist los? Könntest du einen Marathon laufen? Keine Ahnung, Bruder, ja. Ich glaube, ein bisschen. Ich bin schon lange nicht mehr gejoggt, Bruder. Ich habe gemerkt, Schwimmen und Joggen ist komplett was anderes, Landes. So ganz anders wie MMA, Fußball oder sonst was. Das Schwimmen und Laufen f***t anders. Ja, Mann. Komm, wir machen ein Video. Wir laufen auch 30 Kilometer am Tag. Joggen. 30 Kilometer am Stück oder was? Ja, Bruder, wir machen so Video. Ein Tag im Leben von Arda Sace. Wir joggen zusammen. Und dann holen wir uns einen Wohnwagen und dann schlafen wir da drin gemeinsam. Und dann kochst du auch für mich. Und als Belohnung, wenn du ganz brav bist. Was krieg ich denn als Belohnung? Hm? Was krieg ich als Belohnung? Als Belohnung, wenn du anständig warst, wird Mert im Camp auf dich warten. Mit Gurke in Hand. Als Belohnung gibt's Eiweiß, oder was? Ja, jalla, mach weiter. Wie viel Grad sind's? 14. Voll krasser Umschwung irgendwie gemacht, ne? 10-12 Grad Unterschied merkst du schon, ne? 10-12 Grad Unterschied von einem auf den anderen Tag, schon crazy. Ja, heute geht's weiter, Kilometer sammeln. Mal sehen, wie wir heute hinlaufen. Ich kenne mal die Orte nicht, ja? Wie die heißen die noch? Das sind jetzt auch nicht so namenshafte Orte, glaube ich. Ja, das sind wirklich schon mal so kleine Vororte. Aber sonst, ja, gucken wir mal, was lang geht. Brauchst du noch was aus dem Automaten? Baguettes für sie? Mal gucken, ja. Ob die jetzt da drin gemacht werden, bezweifle ich aber. Die werden da bestimmt warm gemacht, oder nicht? 1 Euro. Willst du? Boah, Bruder, da hätte ich voll Angst zu essen, Digga. Fühlst du diese Automaten-Dings direkt Durchfall? Ja, Bruder, schau mal auch diese Automat an. Die haben das auseinandergenommen, Bruder. Ja, Mann. Ist einmal angezündet, einmal versucht zu sprengen. Bruder, lass mal. Bruder, ein Stein ist da gerade runtergefallen. Was? Mal Baguette. Und? Super, ja, gut. Roth war auch so überrascht, als plötzlich sowas Großes am Wochenende bei ihm rausgekommen. Ich distanziere mich von den Aussagen von diesem Typen, mit dem ich hier im Discord bin. Direkt. Ja. Geht der Manus? Schläft ihr noch? Ja, ne? Ja, Jungs, ist kalt draußen heute, ja? Mhm. Also zieht euch ein bisschen dicker an, nicht, dass wir krank werden oder so. Es ist einfach 14 Grad. Ich geh los, ja, wir sehen uns dann später. So Leute, es geht wieder los. Kilometer sammeln. Mittlerweile auch nur noch 220 Kilometer ungefähr bis Paris. Und ja, heute wirklich sehr frisch. Schon krasser Umschwung. Irgendwie fühlt sich an, als ob der Sommer irgendwie weg ist gerade. Aber ja, mal gucken, was uns heute erwartet. Ob wir heute auch mal wieder ein bisschen paar Waldwege haben. Oder ob es nur Landstraße ist wieder. Aber gucken wir mal. Super. Boah, das sieht geil aus, ne? Mm. Einfach Milka. Morgen. Bonjour. Edis, würdest du ein Wettessen gegen mich gewinnen? Boah, ich glaube nicht, Lan. Bruder, ich esse gar nicht mal so viel, ne? Also wie viel isst du am Tag? Ja, aktuell so vielleicht 1000. Also wenn ich zu Hause bin, so 1500. Ja, okay, doch, dann würde ich es vielleicht schon schaffen, aber wie viele Mahlzeiten isst du am Tag? 2 bis 3. Kannst du viel auf einmal essen? Schon, ja, aber muss ich vorher so trainieren, weißt du, wenn ich jetzt die ganze Zeit auf 1500-Modus bin,
Dann ist schwer. Ja, ich glaube, ich würde packen. Also wenn du so aktuell so wenig isst, dann würde ich schon, glaube ich, gewinnen. Mir hat gestern ein junger Sportler geschrieben und meinte zu mir, Vater, ich habe mich verletzt, schwer verletzt und ich habe nicht mehr das Vertrauen in meinen Körper wie davor, vor der Verletzung, als ich topfit war. Und ich habe ihm die Frage gestellt, Bro, das sind doch genau die Sachen, Momente im Leben, die dich zu einem Champion formen. Wie gehst du mit Rückschlägen um? Wie gehst du mit Schicksalsschlägen um? Wie gehst du mit Situationen stark um, die nicht reibungslos laufen? Löwe. Weil wenn alles reibungslos laufen würde, dann wäre es doch zu einfach. Rede. Ja, einfach. Das sind doch genau diese Momente, wo du stärker wirst, was dein Charakter formt, was zeigt, aus welchem Holz du wirklich geschnitzt Rede. Bist. Hört auf, von diesem Gedanken wegzukommen, dass alles perfekt laufen muss. Und so läuft das Leben nicht. Es werden dir immer wieder Steine in den Weg gelegt oder es wird immer wieder mal etwas passieren, wo du, um zu testen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Und da ist keine Option, aufzugeben einfach. Ihr müsst euch immer denken, am Ende wollt ihr immer selber zu euch sagen können, ihr habt alles getan, was in eurer Hand lag, um das Beste aus den Möglichkeiten rauszuholen. Das sollte euer Ziel sein. Was in ferner Zukunft passieren wird, das könnt ihr nicht beeinflussen. Keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Das Einzige, was ihr beeinflussen könnt, ist das Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt müsst ihr versuchen, immer euer Bestes zu geben. Egal in welcher Lebenssituation ihr seid. Von rumliegen, rumrollen, Midlife-Crisis, Depressionen etc. werdet ihr nicht weiterkommen. Versucht euch rauszukämpfen aus dieser Situation und euch festzubeißen. So, es wurde auch häufig gefragt. Ja. Ihr redet wie ein Löwe, Lan. Ja, Bruder, Löwen sind Peaches geworden, Lan. Und das meine ich, Bruder. Der Junge motiviert die Jugend, Bruder. Moment. Was wir dann so machen. Wir waschen Wäsche, denn in... Ja, check mal schon vorher ein bisschen Custom Series, bevor einer kommt und seinen Arsch auf meine Kamera hält. Frankreich gibt es Waschmaschinen. Dann wird hier das Camp aufgeschlagen. Boah, wie OP-Lan. Wäsche, denn in Frankreich gibt es Waschmaschinen. Ey, Roat, wärst du dabei mal zu campen? Ja. Voila? Warum nicht? Bruder, lass mal campen, Lan. Ich hab so voll Bock auf so einen Campus. Dann fahren, wir können das auch streamen. Warte mal, Campus oder Bangbus? Campus wäre ich dabei. Ja, das wird ein Campus natürlich, Rohat. Mit getrennten Betten. Okay. Lass mal echt durchziehen, Bruder. Ich schwöre, ich hab voll Bock auf sowas. Ja, ich hätte auch mal Lust, aber so nachts im Wald und so dann, weißt du? Oh, ja. Und dann gehen wir nachts rein in den Wald und schauen vielleicht finden wir ja irgendwas. Ja, yeah, und dann gucken die bei uns ein Auto rein und man sieht so nur Dings, Unterschriften. Boah, und vielleicht werden wir überfallen und dürfen uns verteidigen, Bruder. Ich hab schon Bock mal mit euch einmal sowas zu erleben. Dürfen uns verteidigen? Der Bruder will sich einfach Der Bruder will einfach eine Schlägerei. Eine Schlägerei? Ich will mich ja wehren. Ich distanziere mich von dir. Maschinen. Dann wird hier das Camp aufgeschlagen. Meistens so Supermarktparkplatz. Wäsche gewaschen, professionell gearbeitet und dann noch eingekauft. Bonjour. Alles klar? Ja. Das ist ein Supermarkt, ne? Ja. Super. Da vorne ist ein Café, da setzen wir uns nachher rein. Internetstrom. Hier sind Waschmaschinen, 2 Maschinen schon drin. Wo sind Waschmaschinen? Echt? Ein Waschmaschinenautomat. Boah, stark, ja. Super Spot. Wir alles, was wir brauchen, ne? Ja. Viel Landstraße, Dicker, ja? Ja. Gar keine. Ich glaube, Wald ist erstmal vorbei. Super, geht runter wie Butter, ja. Mittag. Wir haben ein bisschen Probleme mit dem Strom, ne? Ja, also das Ding ist, wir hatten da vorhin so ein Café gescoutet, wo eine Steckdose ist. Kann man sich hinsetzen, ein bisschen arbeiten und parallel unsere Akkus laden. Das hat jetzt nur dicht gemacht um 2. Jetzt haben wir Solar aufgebaut, mal gucken, was so durchgeht. Das wird jetzt gut wirtschaften. Mittagspause oder so machen die nicht, ne? Ich hoffe. Kann sein, ne? Kann sein. Bin wieder da. In Frankreich, Portugal und so, haben die nicht so einen Ständer an dem Straßenrand, wo die Wassermelonen verkaufen, ne? Spanien vielleicht, ne? In der Türkei gibt es immer so, an den Autobahnen, Ausfahrten haben die immer so riesen Stände mit Wassermelonen, wo er die direkt...
Aber richtig ekelhaft an Autobahnen so Seite Dings kaufen, ne? Boah, Bruder, die verkaufen alles Landort. Sogar Uhren. Ich glaube sogar, dass manche original sind. Die sehen manchmal schon aus wie so Rolex-Händler. Da kommt ja ganze Staub gegen. Manche Leute verkaufen auch Fleisch und so. Ja, Fleisch ist schon No-Go, Bruder. Aber so, ich glaube, Obst und so ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm, oder? Die pflücken das dort und legen es ja dorthin. Ich weiß gar nicht, Bruder. Du wäschst es ja eh weg. Melone zum Beispiel. Melone kannst du aufschneiden. Sauber. Echt auch schon so eine aufschneiden. Was willst du damit sagen? Also, du als Kurde hast Angst vor Türken oder was hast du gerade gesagt? Erstmal, ich bin halb Kurde, halb Türke, ne? Ich will damit sagen, dass oft in der Türkei Scheiße verkauft wird. Weil ich auch schon oft in der Türkei war. Okay. Hammer. Und so, weißt du? Mhm. Boah, das wäre wild. Normalerweise Gurke mit Salz, aber ich dachte mir, es gibt doch diesen einen asiatischen Salat, wo auch so scharf ist. Hey, die schreiben, der Stream von Jordan. Schon ekelhaft, Rohat und Mert nicht zu markieren. Ja, oder ja, Bruder. Ist so laut bei mir? Natürlich, ich will auch die dich markieren. Du weißt, ich will dir gar keine Reichweite geben. Auf gar keinen Fall. Weil man weiß ja auch nicht, wer Rohat und Mert ist. Und ich darf auf gar keinen Fall denen Reichweite geben, Manai. Einen, du hast auf den Punkt gebracht, Bruderherz. Die Spiele sind eröffnet. 2 gegen 2. Oh. Bruder, was? Bruder, 1-0. Rückhand! Aus, aber Marathon aus. Aus, Bruder, hier ist die Linie aus. War doch aus. 2-0 für mich. Hä? Ist doch so, oder nicht? Ja, ist gut. 3-0. 3-0 Blitz-K.O. So richtig dieser nervige Spieler. So. Ich mal 3-0 aber, ja? Ich denke, das muss auch schon geil sein, sowas zu erleben, ne? Oh, Bruder, deswegen sage ich ja, lass campen. Wir können da so viele Aktivitäten ausüben. Ich schwöre, wir können eine Camping-Tour machen, also eine Deutschland-Tour und vielleicht so Disneyland gehen, Europa-Park oder irgendwelche so Sachen, verschiedene Sachen. Wir können campen, wir können in so das gruseligste Haus in Deutschland gehen. Wir können da so geilen Content machen in einer Woche, Bruder. Ich würde das voll feiern. Das wäre schon geil. Ich bin dabei. Alter. Oh. Aus. 5-0. Ist doch was. Wie schlecht sind die, Alter? Ich bin ein unglaublicher Spieler auf Zell. Ich komme mit der Präsenz nicht klar. Komm. Yes, sir. Was? Krank, Digga. Ja, Bruder. 6-0. Moment. Lass mal ernst machen jetzt. Wir haben okay, komm. Wir haben die Chance gegeben, weil dein Video. Ey, wie geil sieht das aus, Bruder? Ja, Mann. Ich schwöre, ja. Als ob das... Mach jetzt den Roger, ja? Halbe. Was ist das denn? Gott! Ja, okay. Ja, okay. 8-0. Ich will bis 10. Ja, okay, fuck. Ja, Baby! Komm weg. 8-1. Starker Aufschlag. Aus aber. Ja, ist faul. 9-1, Matchball. Aus, hier Linie. Hä? Ersten zwei. Ersten cool. Zwei. 10-1. Erster Satz ist zu hören. Das ist eine schlechte Runde. Als meinen Videos. Oder jeden Tag sehe ich Eier bei dem, Bruder. Wie kann er jeden Tag Eier essen? Geil. Eier kochen, draus machen, die haben die auch schon wieder raus und so. Die Wespen machen ihn verrückt. Was machst du in der Pfanne? Was sollst du machen? Ich mach mir Raviol. Raviol? So Ravioli-mäßig? Ja, so französische Delikatesse. Mit drinne? Spinat? Das ist quasi, machst du nur ganz kurz rein, das ist so spannend. Also abschrecken, wir haben jetzt die ganze Zeit nicht abgeschreckt, weil wir Wasser sparen wollten. Und es pellt sich genauso wie wenn man es abschreckt, also bringt eigentlich nichts. Ich hab 8 Eier gemacht jetzt. Nee. Du hast 2, ne? Ja. Ich esse 6. Okay. Ein weiterer Tag geht zu Ende. Bruder, also das ist crazy. Ja, das offene Baguette nach unten hält das Baguette frisch. Das ist stark. Sollen die Franzosen sich mal abgucken. Ja, aber stark, ja. Freestyle-Essen wieder was gezaubert. Prayer, Raps, Oliven. Könntest du das jeden Tag, diese Freestyle-Essen, irgendwas? Ja, Bruder, ich feiere das voll. Das ist auch schön und abwechslungsreich für den Magen, finde ich, so, weißt du?
Je mehr du so isst und so alles, dass du konsumierst dann auch mehr und so. Ich finde das geil. Bruder, campen, alles. Ich würde da grillen, ich würde uns Adana machen. Wallah, lass das durchziehen, Bruder, im Ernst. Ich will nicht so, dass das nur beim Gelaber bleibt. Ich will echt eine Campingtour mit euch. Durch Deutschland? Ja, ja, durch Deutschland. Oder wo, wir können auch nach Spanien runter oder nach Italien oder so. Na, Deutschland ist schon geil. Naja, Thomas. Ziegenkäse. Also. Wird der was, Adel? Ist der schon braun von der anderen Seite? Ja, ja. Ich muss runter jetzt. Cornflakes mit Haferflocken. Und Honig. Ey. Und Cornflakes? Geht immer, oder? Morgens bis 6 abends. Vom Gemisch mit Haferflocken? Perfekt. Vielleicht noch eine Banane dazu? Zimt? Ich bin nur Dienstleister. Paul möchte duschen und heute schrubbe ich ihn sauber. Ach du Scheiße, Bruder. Auf was für Ideen kommen? Das habe ich 6 Jahre lang gemacht, ne? Diese scheiß Dampfstrahler benutzt. 6 Jahre lang habe ich Auto gewaschen. Boah, hart. Ja, Mann. 6 Jahre lang habe ich rumgespritzt. Hm? Nichts. Auf Unterboden! Den Unterboden! Geistkrank. Cool. Wie hat es angefühlt? Ich sag's ganz ehrlich, absolute 10 von 10 Dusche. Und mein Appell an alle, nehmt euch nicht immer zu ernst im Leben, weil ich glaube, Spaß gehört auch dazu und das hat einfach 10 von 10 Spaß gemacht. Ist die Beste. Ist die Beste. Egal, wie duft es? Okay. Geil. Ich hoffe, du stinkst. Ey, es hat mies gemacht, ohne Scheiß jetzt. Was ein Cut, Bruder. Guten Morgen. Morgen. Fit? Immer. Neuer Tag, neues Glück, neue Kilometer. Heute sehr, eigentlich sehr angenehmes Wetter, aber düster heute wegen der Sonne. Ja. Aber es ist auch noch sehr früh, also kann auch sein, dass sie vielleicht noch rauskommt, was sie wahrscheinlich wird. Aber heute, die Wolken sind nicht so schön blau. Den Tag nicht vor dem Abend loben. Nee, aber es ist optimales Wetter. Ich würde sagen, wir packen zusammen und dann geht's ab zum nächsten Vorort. Wenn ihr mich fragt, welcher Ort das ist, ich weiß es nicht. Die Namen sind geistkrank. Dorfhopping ist das jetzt so. Ja, genau. Ich glaube, bis Paris wird uns glaube ich, nichts mehr Großes erwarten. Das sind alles nur noch so kleine Vororte. Ihr geht die Sachen aufladen, ne? Yep. Im Café? Ins Café. Fängt doch an zu nieseln. Ja. Wir sehen uns später. Später. Ja, Leute, was geht ab? Tag 8 in Frankreich. Heute sehr, sehr bewölkt. Heute kommt, glaube ich, keine Sonne raus. Aber es ist umso angenehmer zu laufen. Perfektes Laufwetter. Fängt, glaube ich, auch gleich ein bisschen an zu nieseln. Die Jungs sind gerade die ganzen Akkus und sowas aufladen, weil wir gestern keine Auflademöglichkeit hatten. Die laden das alles auf. Genau, in der Zeit sammle ich Kilometer und dann treffen wir uns am Ort, den wir ausgemacht haben. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Superstens. Super! Sehr viel Landstraße wieder. Sehr viel Landstraße. Super. Geht doch gut. Bergab, bergauf. Oder dieses die Joggen könnt ihr in der Türkei niemals machen, ne? Oder die Straßen und so, das ist gar nicht möglich. Keine Chance, Bruder. Die hätten den da direkt schon längst 20 Mal mitgenommen, den Arm. Nein, nicht deswegen, Bruder. Ich würde sagen, und allein wegen die Straßen, die sind so uneben und so, alles dies und das. Das macht ja richtig deine Füße kaputt. Ein Bein ist weiter unten, einer weiter oben. Du bist am Joggen, alles ist schräg. Weißt du, wie ich meine? Arm, Bruder, du hast Türkei gefickt, Janne. Tschüss. Bruder, ist doch so, Janne. Wir haben schon gute Landstraßen, ne? Tschüss. Klar, was du, Bruder. Was redest du? Mittlerweile ist Türkei schon gut geworden, Bruder. Du hast aus Türkei, hast du Madagaskar gemacht, Lan. Bruder, es gibt schon manche Dings. Es gibt schon manche verkrackten Straßen und das sind vor allen Dingen diese Straßen, wenn man genau durch will. So wie A, da läuft ja auch irgendwo in. Ach so, weißt du, wie ich meine? Das ist ja, da, wo er gerade ist, ist ja Frankreich, Köln. Und bei uns Köln, du weißt, wie es aussieht. Ja, wenn du in Köln durchgehst, also Köln, dann natürlich, Bruder. Aber das ist ja so eine Landstraße, so eine Bindung auf Dinge. Also ich finde das mit, ja, in Köln ist gefickt. Bulgarien, Bruder, da die Straßen. Die Straße geht wissen, immer so. Die alles drauf sieht haben. Immer so von Weitem, wie es dann hochgeht und dann wieder runtergeht, runtergeht. Aber wirklich sehr, sehr angenehmes Wetter heute. Obwohl es sehr bewölkt aussieht. Einfach perfektes Laufwetter. Ja. Ja, hat stark angefangen zu regnen. Starker Schauer.
Das Wetter ist auch relativ kalt geworden. Also so krasser Gegenwind, aber kein Problem. Es gibt kein zu schlechtes Wetter. Es gibt nur zu schlechtes Mindset. Gott sei Dank ist die Straße auch nicht so befahren. Heute ist ruhig. Wir sind da. Ah, was ein Gegenwind, ja. Alter, ich komm wirklich voran. Boah, das ist hart. Hadlan, Alter. Hadlan. Gegenwind und Regen ist richtig hart, Digga. Ich war letztens... Allah, Macher, Bruder. Hä? Macher, Macher, rede. Ich war joggen, auch... Ich weiß nicht, wann war das? Wo es, also es hat auf jeden Fall Regen, Gegenwind. Ich glaube, es war vor, so vor 2-3 Wochen. Bruder, das war richtig, richtig anstrengend, weil es fliegt ja auch voll in die Fresse. Lass dich mal gucken. Ja, ja, ja. Ja, glaube ich dir. Aue, 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 aue. Alter, was geht uns? Digga. Oh, ich bin plitschen aus der. Konntet ihr alles aufladen? Alles geklappt? Sehr gut. Hier war die Strecke. Windig, nass, Autos, viel Straße. Heute hat nicht so viel Spaß gemacht. Gehört dazu. Wir sind ja nicht aus Zucker. Mhm. Voll kalt heute, wa? Ja, heute ist schon kalt. Irgendwie so ein heißes Wasser-Tee wäre eigentlich ganz cool. Haben wir das Teebeutel da? Ja. Ja? Ja. Dann her. Dann her. Seit halbe Stunde versuchen die irgendein Porridge hinzukriegen. Dabei müssen sie eigentlich nur auf YouTube gehen und das perfekte Porridge-Rezept raussuchen. Gibt's sogar auf meinem Kanal. Das hast du wieder Classic Sludge, oder? Ja, Classic. Isst du diese Porridge? Was ist diese Porridge? Ach, ist das Reispudding, was er nimmt? Okay, Reispudding ist krass, das ist gleich das hier. Ja, das ist das. Ich hab grad nicht geschaut, aber Chat sagt Reispudding. Reispudding? Was ist Reispudding? Oder das Reispudding ist, also Reispudding ist echt Baba. Du tust einfach das in eine Schale, dann tust du entweder Milch oder Wasser. Dann kannst du so ein bisschen Geschmacksdinger reintun, Pulver, und dann rühren und fertig aus. Das Ding ist Baba. Die Classics. Audit? Ja. Seitdem du auf der Reise, Bruder, achtest du auch mehr so auf Ernährung und so, ne? Ja. Wie läuft? Gut bisher. Ja? Mhm. Du willst Kilos draufpacken, ne? Mhm. Wie viel willst du auf zunehmen? Gerade bin ich auf 85. Ja? 87, 88, irgendwie sowas. Alles ey, gut. Chat, joint den Discord mit Sita. Ihr könnt ja währenddessen noch die ganze Zeit Leute rein und kuss am Serious. Sehr gut. Pauli, du? Bisschen abnehmen. Körperfett reduzieren. Bisschen Gewicht hast du ja schon verloren. Auf dem Kopf. Super. Elmo. Ja, auch wir erleben auch jetzt gerade jedes Wetter gefühlt. Läuft dann. Tschüss, wieso regnest du noch ein gleich? Ja, stimmt. In Frankreich darf es ja nicht regnen eigentlich. Oder Drohne ist so geil, ich hole mir glaube ich auch eine. Die Jungs waren tanken und haben dann Subway gesehen. Haben sich nicht schlucken lassen. Aber Bestellung war Katastrophe, oder was? Katastrophe. In Frankreich können die Leute kein Englisch. Ja. Und boah, das ist wirklich krass, ne? Bruder, das ist so ein riesen Negativpunkt an Frankreich. Warst du mal in Frankreich? Si, of course. Bruder, du redest mit denen Englisch, die respektieren nicht, dass du Englisch redest. Du musst deren Sprache sprechen, das ist so krass. Ja, ne, ich hab doch auch Englisch gelernt, damit ich überall eine Sprache sprechen kann. Ist doch mal die Weltsprache. Warum muss ich mit dir, fils de pute, warum muss ich mit dir Französisch reden? Fils de pute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Stark, Alter. Geile Scheiße, ey, Alter. Like, fuck, like, ey, like, Alter. Das, like it.